Wie sah unser Universum direkt nach dem Urknall aus und wie können wir uns die Urmaterie des Kosmos vorstellen? Antworten auf diese super spannenden Fragen hat jetzt ein US-Forschungsteam gefunden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in ihren Experimenten in einem Teilchenbeschleuniger nämlich die kleinsten Quark-Gluon-Tröpfchen der Welt erzeugt, also die Urmaterie im Mini-Format oder anders gesagt die Ursuppe des Universums. Und diese besondere Flüssigkeit birgt ganz besondere Überraschungen. Klick zum Science and Fiction, hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Vor etwa 14 Milliarden Jahren war das Universum noch unfassbar klein und heiß. Die ganze komprimierte Energie explodierte und dehnte sich in unendlicher Geschwindigkeit aus. Kurz nach diesem Urknall entstanden dann nach und nach die Bausteine des Lebens. Quarks und Gluonen als die ersten Elementarteilchen und später auch die Neutronen und Protonen als Bausteine für die künftigen Atomkerne. Das All kühlte sich weiter ab und erst bei rund 2700 Grad entstanden dann Lithium, Helium und Wasserstoffatome. Alle bisherigen Experimente deuten also darauf hin, dass es direkt nach dem Urknall weder Atome, Protonen noch Neutronen gab. Stattdessen existierte wohl etwa eine Mikrosekunde nach dem Urknall eine Art kosmischer Ursuppe aus einem Plasma, in dem sich Gluonen und Quarks frei bewegten. Dieses sogenannte Quark-Gluonen-Plasma, QGP, kommt unter normalen Bedingungen auf der Erde nicht vor. Es handelt sich hierbei wirklich um eine besonders exotische Materieform. Das Standardmodell der Physik sagt ihre Existenz voraus und schon vor einiger Zeit gelang es mit Teilchenbeschleunigern winzige Tropfen der Urmaterie experimentell nachzuweisen und sogar künstlich herzustellen, wenn auch nur für einige Sekundenbruchteile. Das entspricht in einigen Aspekten tatsächlich einem Urknall im Labor. Doch dafür sind besonders extreme Bedingungen notwendig. Entweder muss eine wirklich hohe Materiedichte gegeben sein oder aber eine extrem hohe Temperatur, und zwar von etwa 10 hoch 12 Kelvin. Das ist etwa 70.000 Mal heißer als der Mittelpunkt der Sonne. Für eine riesige Überraschung sorgte jetzt ein US-Forschungsteam. Für ihr Experiment nutzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Relativistic Heavy Ion Collider RHIC, einen Teilchenbeschleuniger in den USA. Hier jagten die Fachleute Goldkerne mit kleinen Atomkernen aufeinander los. Durch die Kollision mit Deuteriumkernen, Protonen und Helium-3-Kernen entstanden tatsächlich die kleinsten Quark-Gluon-Tröpfchen der Welt. In gewisser Weise eine wissenschaftliche Sensation, auch für das Forschungsteam selbst. Der Grund: bisher ging man davon aus, dass solche asymmetrischen Kollisionen zu massearm sind, um die notwendige Energie freizusetzen. Falsch gedacht. Und so hatten sie Quark-Gluon-Plasma erzeugt, das als die flüssigste Flüssigkeit des Universums gilt. Die Viskosität, also quasi die Zähflüssigkeit dieser Ursuppe und auch ihre Reibung, ist nahezu gleich Null. Zudem hat sie weitere wirklich erstaunliche Charakteristika. Sie ist nämlich in der Lage, schneller zu rotieren als alle anderen Flüssigkeiten, die wir so kennen. Das Quark-Gluon-Plasma kommt auf unglaubliche 10 Trilliarden Mal in der Sekunde. Damit erzeugt sie nach unserem jetzigen Wissensstand die wohl schnellsten Wirbel im ganzen Universum. Das aktuelle Experiment aus den USA enthüllt ein weiteres überraschendes Merkmal der Urmaterie. Die kleinen Tröpfchen verfügen alle über verblüffende geometrische Formen. Die Helium-3-Kerne erinnern an ein Dreieck. Das Quark-Gluon-Plasma aus den Kollisionen der Protonen war kugelförmig und das der Deuterons verfügte über eine elliptische Form. Genau dies hatten vorherige theoretische Modelle auch vorhergesagt. Ganz einfach deswegen, weil die geometrischen Merkmale der Ursprungsatomkerne erhalten bleiben, erklärt die Pressesprecherin Julia Welkowska. Wir sehen starke Korrelationen zwischen der ursprünglichen Geometrie und den späteren Fließmustern. Und das aktuelle Experiment verrät uns auch noch mehr über unser Universum direkt nach dem Urknall. Dazu eine der beteiligten Wissenschaftlerinnen, Jamie Nagel. Unsere Ergebnisse haben damit uns näher an eine Antwort auf die Frage gebracht, welches die kleinstmögliche Größe ist, in der diese Urmaterie existieren kann. Das Experiment des US-Forschungsteams trägt damit einen großen Teil zum fundamentalen Verständnis der Entstehung des Universums und dem Aufbau der Materie bei, auch wenn solche experimentellen Erfolge in der Teilchenphysik zunächst erstmal nicht direkt industriellen Anwendungen zugutekommen. Denn das kann man sich vorstellen, dafür sind die Herstellungsbedingungen noch etwas zu extrem und das Quark-Gluon-Plasma zu kurzlebig. Aber so oder so geht es in der Wissenschaft
Schritt für Schritt. Und auf die eine bahnbrechende Entdeckung folgt die nächste oder auch die nächste Erfindung. Auf jeden Fall erleben wir eine rasante technische und wissenschaftliche Entwicklung. Und damit wir hier bei Klicksum hinterherkommen, brauchen wir eure Mithilfe. Macht uns mit dem Hashtag TV für Themenvorschlag bei WhatsApp Themenvorschläge. Dafür hier klicken, meldet euch an, ist vollkommen kostenlos. Was habt ihr für interessante News entdeckt? Welche Themen findet ihr spannend? Wir sind gespannt und setzen ja hier immer wieder eure Vorschläge um und können euren weiteren Input kaum erwarten. Also vielen Dank an die WhatsApp-Community von hier aus. Schon mal bis dann. Bleibt dran.